So, hallo und alle zur nächsten Folge von Varo 4 mit dem Karst. Hi. Hallo. Lass mal joinen in 3, 2, 1, jetzt. Oh, nice. Hallo. Ich schnieg mich einmal eben. Ich habe gerade gebrannt, als ich gejoint bin. What? Ja. With it? Warum machst du sowas? Das ist eine spontane Selbstentzündung, Todesursache. Ja. Okay, aber Items, die mir nicht. Das heißt, erinnert mich irgendwie an Supernatural. Ja, die Öfen brennen noch, das heißt, hier war keiner in der Nähe oder so. Das heißt, also, das sollte gut sein. Und es sind gerade viele Leute auf dem Server. Oder was heißt viele? Ja, geht. Ah, zwei sind gerade wieder runter, als wir gejoint sind, glaube ich. Ja. Kurz davor, kurz danach, kurz irgendwann, ist ja egal. So, ich habe so viel Gold, wir könnten mal wieder ein paar Äpfel farmen oder so. Ich habe einen Stack Gold hier rumliegen. Der, ja. Der liegt halt und erfreut sich seines Gewichts. Wird es auch wieder im Zugang gesagt? Ja, sollten wir. Und dann sollten wir mal zusehen, dass wir ein paar Strings kriegen, um den Bogen hoch zu powern. Weil Power 4 oder 5 ist brutal. Wir sind hier noch nicht auf der 1.11, das ist noch die alte Version und da sind die Bögen ein bisschen zerstörerisch. Jupp. Weil man niemand, gut, bestimmt irgendjemand, aber wenige Leute Protector Protection haben. Ja, ja, also kriegen wir. Und selbst wenn, weißt du, wie viel das ausmacht? So Projektil Protection 1, wie viel Herzen das verringert? Nicht unbedingt. Also habe ich nicht geguckt. Also es macht sicherlich was aus, aber keine Ahnung, wie viel. Ich kann es auch nicht einschätzen, ob es mehr bringt, Projectile Protection zu nehmen, weil die Kämpfe werden größer als im Bogen eigentlich ausgetragen, oder? Ja. Auch hier in Varo oder doch eher Nahkampf. Also ich denke, ich kann es nicht richtig einschätzen. Also ich würde mehr mit Bogen kämpfen. Aber nein. Und wir Trottel haben halt auf Protection enchanted. Können wir noch ändern vielleicht. Ja, mal gucken. Genau, schmeiß mit Protection 2 die Rüstung einfach weg. Ja. Haben wir Zeit, fahren wir alles durch. Und hier, Leute, steht mal kein Stress, weil es, was ich immer so sehe, wir sind immer die bösen Farmer, irgendwie da passiert gerade überhaupt gar nichts, machen alle. Ja. Ob es jetzt farmen oder irgendwo rumlaufen und passiert auch nichts, ist mir egal. Momentan ist aber echt ziemlich stille, ja. Das ist uncool dann zu sagen, wir sind die richtig ganz bösen, so wie immer. Und auch der Unterschied, ob man jetzt in der normalen Overworld farmt oder im Nita. Ja, ist ja nicht wurscht. Ich würde sagen, jetzt ein bisschen mehr safe. A, weil hier halt noch keiner war und keine Fallen da sind. Und B, weil keine Lava da ist. Oder ja, nicht so viel. Das stimmt. Wir heißen ja nicht Stegi. Ich glaube, ich habe schon wieder diese kurzen Lags drin, wenn Fraps eine neue Datei abspeichert. Oh. Eben gerade hat es wieder kurz gehangen. Das ist voll schlimm. Stell dir mal vor, wir haben einen Kampf oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich sag's dir, ich werde bis zur nächsten oder vor jeder Folge PC neu starten und erinnere mich dran. Sag mir das. Das ist ja richtig schlimm. Also das Bild freest halt für eine Sekunde oder so. Ne? Bin ich an derselben Stelle. Aber das ist richtig böse. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Vielleicht ist meine Festplatte schon zu hart benutzt worden. Ich habe eine eigene Festplatte nur für Aufnahmen von YouTube. Die sind Terabytes, komplett voll aktuell gerade. Ich muss mir was löschen. Oh, Dias. Oh, nice. Ja, eigentlich will ich die ja gar nicht, aber ich nehme sie mal mit. Ich meine, die geben gut. Ich baue das Redstone zuerst ab. Ich erbarme mich jetzt mal und nehme eigentlich sie mit. Gibt's ja gut XP hier, wie Dias. Ja. Abzubauen. Level 10 bin ich mittlerweile wieder. Nice. Ich komme auch gleich mal wieder zurück. Können wir die Sachen wieder aufstellen? Genau, wie weit war ich eigentlich ein Schwert an? Sharpness 3 habe ich, Sharpness 4. Dann muss ich noch ein zweites Sharpness 4er machen und Chance. Du hast ja. Hast du schon kombiniert? Nee, ne? Zu 5? Ja, ja. Nee, ich habe ja Bögen wieder enchanted. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Das ist ja arschteuer. Yep. Ja, ich habe als erst die Bögen gemacht und deswegen mich nicht mit dem Schwert dann so weit. Aber. Kriegen wir alles noch. Kommt noch. So, Level 11 bin ich mittlerweile wieder. Ich denke mir die ganze Zeit, dass irgendjemand hier ist. Also wenn Leute auf dem Server sind, bin ich schon paranoid. Ne? Ja, gut. Ich sag mal so, es war keiner in unseren Chunks eben. Das stimmt. Weil die Öfen haben gebrannt und in einem Ofen war gar keine Kohle mehr drin. Und gar keine Items. Das heißt, der hätte sehr, sehr schnell ausbrennen müssen, seitdem wir gekickt worden sind, da der aber noch gebrannt hat. War keiner hier, ist also keiner nahe gekommen, hat also keiner Zeit gehabt, hier hinzulaufen, sich zu vergraben und zu gucken, dass er uns snipen will oder so. Yep. Also da würde ich sagen, es ist safe. Ist schon safe.
Wir spielen erstmal so ein kleines bisschen Beobachter und gucken, wie sich das so entwickelt. Wer mit wem und wer auf wem irgendwann irgendwie irgendwo kämpft oder so. Und dann, ja. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Power 3, Power 3. Flimp. 6 Dias war ich mittlerweile wieder. Ja. Was habe ich gerade gemacht? Hey, meine Hose noch Protection 1, mein Helm auch noch. Was hast du da gemacht? Oh nein, oh nein. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe was Dummes gemacht. What did you do? Oh. Ich glaube, ich habe einen Power 2 Bogen mit einem Power 3 Bogen kombiniert. Und habe dann wieder Power 3 bekommen. Ah. Das wäre ziemlich doof. Ja, doch, das habe ich gemacht. Sonst hätte ich jetzt eigentlich Power 4 gehabt. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Verdammt, ich habe eigentlich nur Unbreaking 1 drauf, ey. Warte, du bist gerade? Unbreaking 1 auf dem nächsten Enchantment. Das ist doof. Hm? Was machen wir am besten? Hier ist noch Eisen drin. Hast du irgendwie Platz für Eisen in deinem Inventar? Ja, habe ich. Ja gut, dann können wir dann ja beim Abbauen, dass du das einfach alles mitnimmst. Ja. Ich habe nicht einen Stack voll. Schon wieder, zum Glück. Und ja, ich mach jetzt nochmal hier ein paar Schwerter. Verzauber die. Das ist so dumm. Unbreaking. Sharpness, Knockback, Smite. Sharpness. Sharpness, Smite, Unbreaking. Sharpness. Bitte Fire Aspect. Sharpness, Smite, Sharpness. Jetzt muss ich ja nochmal die Bögen neu machen. Verdammt. Oh Gott, ey. Doof. Hallo. Hi. Trotzdem ein Paranoid, das ist ein anderer Spieler als Sharpness, bei einer Renovation. Sharpness. So, Armbosse. Nee, das war Sharpness 3, das sollte ich nicht reinlegen. Sharpness, Sharpness, Sharpness 2, Sharpness, Sharpness, Sharpness 2, Sharpness 2, Sharpness 2, okay, 5 Level brauche ich. Detection. Mal wieder machen. Ich kriege das ja noch hin, 5 Levelchen. Protection, Protection, Protection. Kann ich das kombinieren? Wenn ich genug Level habe, dann habe ich komplett Protection 2. Das wäre super heftig. Weißt du, was cool wäre, wenn man Protection und Projectile Protection auf eine Sache kriegen würde? Ja. Das okay. Wäre nice. Ich habe komplett Protection 2 jetzt. Läuft bei dir. Also werde ich dich vorschicken, du tankst die Kacke. Okay. Dann musst du die Leute töten. Ja, ich töte Leute, du tankst die einfach alle. Wusstest du eigentlich, dass ich der Spieler mit den zweitmeisten Kills in Varro bin? Läuft bei dir, also wir haben eine Entschuldigung. Wusstest du eigentlich, dass ich einer der Spieler mit den wenigsten Kills habe? Ich habe, glaube ich, noch keinen umgenietet. Ja, davon gibt es wirklich viele. Also hätte ich gar nicht gedacht. Viele Leute, okay. Die noch nie mal getötet haben. Ja, also, geht's ja noch. Habe ich eine Entschuldigung. Ach man, ey. So. So in 2 Minuten sollten wir mal irgendwie uns umlagern. Jo. Hast du einen Plan, wo es rausgeht? Nach oben graben. Okay. Es sei denn, du willst die komplette Strecke zurücklaufen, dann habe ich ja zugebaut. Nee. Achso, stimmt. Okay, ja dann rumgraben. Das klingt fair. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Ich bin ein Loch eingefallen bei Obsidian hier. Hast du, glaube ich, mit Wasser irgendwie zu Obsidian zu Lava gemacht? Und hier war alles dunkel und ich bin auf einmal einen Schritt zurückgelaufen, bin auf einen Block nach unten gefallen. Ich wurde übrigens ein Herzkasper gekriegt. Oh nein. Nicht, dass hier jetzt noch Lava rauskommt. Ich bin gerade in die Lava geplumpst. Alter. Und die Obsidian-Kante, die war einfach so erhöht, ich hätte auch gar nicht einfach rausspringen können. Oh nein. Oh mein Gott. Zum Glück immer ein Wasser einmal auf dem letzten Slot drin. Wäre es gewesen. Also, ihr kennt das ja, wenn eine Stufe passt und das Herz so einen kleinen Schritt macht, ne? Ja. Ja, hatte ich gerade mal übelst. Alter, setz einfach mal aus. Arzt will mich hier gleich in die Klinik schicken und operieren lassen, du. Wenn der so einen Ausschlag auf dem EKG sieht. Ja, das ist total krass. In WoW ist das so oft irgendwie. So bei den kleinsten dummen Situationen. Ja. Ich hab das manchmal, wenn eine Spitzhacke kaputt geht oder so.
Oh lol. Ja gut, naja, das war mir nicht so. Zum Beispiel, apropos Spitzhacke, ich wollte mir eine normale craften. Jetzt weiß ich, was ich craften wollte. Ich stand hier vorhin, da war irgendwas, was ich craften. So, Sharpness. Hast du noch Strings oder einen. Oder einen Bogen? Nein, ich habe nur Sticks. Ich habe alle Strings verbraucht für meine Bögen. Okay. Ich brauche jetzt erstmal für ein zweites Sharpness 4 schwer 10 Level. Und dann hätte ich theoretisch auch zwei, die ich kombinieren kann. Aber wir sollten uns jetzt einfach mal verpissen oder so. Ja, das machen. So, hier ist noch Fleisch von dir irgendwie drin oder so. Das kann sein. Dann sammle das mal ein. Hier ist auch noch Gold drin. Hast du Platz, um Gold zu nehmen? Ja. Achso, jetzt habe ich aber zu viel. Fleisch. Nehme ich die anderen beiden Dinger wieder mit. Pass mal auf hier. Ich crafte alle Kohle zu Kohleblöcken immer durch. Weil dann. Ja. Ist besser. Ich baue dann hier mal Rohanfach. Ja, ja, lass raus. Raus hier. Sofort raus. Einfach raus. Und dann müssen wir was Neues finden. Ja, ja. Müssen wir gar nicht so weit. Einfach hier easy. Weg. Oh, ist noch Eisen. Ja. Hab beim Rausbinden noch ein Deer gefunden oder so. Ne, wir brauchen mal ein paar Äpfel. Lass mal das Gold irgendwie vercraften und so Sachen. Ja. Ich mache mal Cleanstone den Ausgang zu. Ich habe da auch super viel Gold, aber Äpfel fehlen uns da wirklich. Ja, ich auch. Stack habe ich. Kannst du 64 durch 8 wieder teilen, hast du wieder 8. Okay. Ich habe auch noch über einen Stack Gold. Ja, also jeder 8 OP, jeder 8 Äpfel, oder? Ja. In etwa 12 beide. Ja. Das ist halt gut für länger ausdauernde Kämpfe. Wenn du die ganze Zeit Bogen schießt und runtergepokt, wie das Apfel rein, brrrt. Yep. Oh nein, ich muss hochbauen. Nicht ablenken lassen. Ja, ja, ich baue für dich ab. Keine Sorge, ich level das mit. Hab ich nur, wie hoch wir sind. Achtung, Koordinaten. Und denk dran, sie auszublenden. Ich habe seit der ersten Folge keine Koordinaten mehr eingeblendet. Ich überlasse es mal dir. Denkst manche du schön brav dran, ja, die auszublenden? Ja. Finde ich gut. Ich habe ja mal Folgen, in denen ich das vergessen habe. Aber nicht vergessen, sondern absichtlich vergessen. Wegen was anderem. Okay. Aber sage ich jetzt mal nicht mehr dazu. Ja, das sieht nach Oberfläche aus. Nice. Ja, es ging schneller als gedacht. Und sogar Nacht, sehr cool. Hey, dann lass mal ein paar Spinnen grillen und dann halt kurz bevor wir fliegen irgendwo nochmal eingraben. Wir müssen ja nicht sonderlich tief. Stimmt, Spinnen. Aber halt, dass wir also erstmal hier weg sind und so. Dass wir das Fleisch gar nicht einsammeln können. Nee, ich bin voll, leider. Ja, ach komm, ich lass liegen. Spider! Ich hab noch einen Stack Steaks immer noch und 20 Hühnchen. Ich zähre immer noch von meinen Hühnchen hier. Ja, 57. Achso, genau, generell können wir ein paar Mostkloppen, gibt auch XP. Yep. Lol, hier ist eine Spalte, pass auf. Okay. Dass man hier reinfällt. Ja. Ich hab mich gecheckt. Ich kenne mein Bild anscheinend nicht. Wie sieht's denn mit Enderperlen oder so aus? Brauchen wir das? Ja, also wäre auf jeden Fall gut. Ich habe ja zwei Stück, kann ich dir meine geben? Drei Stück jetzt. Okay. Und Enderman geben gute P. Und noch dazu. Oh, Baby-Zombie. Jo, die sind aber auch übelst nervig. Ja. Oh. XP-Kugeln landen immer da, wo der Körper anfliegt. Die Items da, wo du sie zuletzt geschlagen hast. Nur so als Fun-Fact. Ist ja gut programmiert. Ja. Ja. Ja, gibt XP. Da sind noch ein paar Spinnen. Die sind aber, werden auch gleich in einer Minute gekickt auch schon, ne? Ja. Wir können es irgendwie oben eingraben, wenn wir Glück, und vielleicht haben wir das nächste Mal Glück und es ist wieder heutigen Faden rum. Hast du eingesammelt? Habe ich, ja. Okay, dann, ich habe nämlich keinen Platz für Pfeile. Okay, sollen wir da runter gleich? Ja. Wo? Da vorne ist eine Höhle. Am besten erstmal irgendwo. Ne, hier vorne ist eine Höhle. Können wir da reingehen? Oh, wait, oder doch nicht. So ein Wasserloch. Lass mal nicht so weit auseinander. Ah, oh, verdammt, ich habe hier ein paar Mobs, die snipen mich ab.
Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay. Hast du Erde? Dann können wir hier zubauen. Nein, ich habe keine Erde. Das ist doof. Also einfach mit Cleanstones zu. Ja. Gut, wir können ja nächsten, wenn nächste Folge Nacht ist, können wir einfach nochmal raus und oben ein paar Mobs klatschen oder so und dann weiter Strings farmen und dadurch auch wieder weiter leveln. Ja. Okay. Nicht wieder den falschen Bogen verkaufen. Wir sind bestimmt schon längst hier am Kreis gelaufen, wieder an der Stelle, in der Nähe von der Stelle, wo wir schon waren oder so. Ja, genau wieder an den Anfangskoordinaten. Ja, ist ja egal. Okay, dann bis zum nächsten Part und man sieht sich. Bleibt geduldig. Jo. Tschüss. Tschüss.